Liebe Freunde, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, ich muss mich erstmal kurz hier wieder einrendern. Ja, natürlich, damit wir hier ein bisschen flüssiger weitermachen können. Jep, draußen ist es immer noch heiß, da hinten geht's weiter. Apropos Hitze, ich habe hier etwas, das kennt ihr, ne? Das sind so Tiefkühl-Akku-Pads oder sowas, so. Fritzett heißt das. So, das ist auch ganz schön. Die kann man sich so richtig schön so an den Nacken halten. Herrlich. Oder ich habe noch was. Das muss ich mal eben kurz zeigen. Oder dieses Ding. Ne, das ist so ein... Hab ich damals mal im Baumarkt gekauft vor etlichen Jahren. Das ist so eine Temperatur-Laserpoint-Geschichte. Ich mache da mal was. Ne, ihr könnt den Laser sehen. So, und ich habe hier im Raum so, na, 29 Grad. Nee, Quatsch, ist doch gar nicht wahr. Also die richtige Temperatur da hinten, die sagt bei mir so 25,6. Meine Schädeltemperatur, mache ich jetzt auch mal, ist 31,8. Gucken, ob man das sehen kann. Na komm. Ah, die alte Webcam hier. So, da steht's. So, und wenn ihr an irgendeiner Grenzkontrolle seid, nehmt so ein Ding mit oder ein kühles Getränk und haltet das dann mal. Warte mal, ich nehme mal die Brille ab hier. Dann haltet ihr das mal so hier an die Schläfe oder an die Stirn. Ne? Und dann kommt dann hier dieser freundliche Professor da an mit seiner. Ne? Und schon haben wir wieder weniger Temperatur. Stehen da zum Beispiel. Na komm. 30 Grad. So einfach geht das. Das nennt sich Real Life Cheating. So, schwupps, Brille wieder aufgesetzt und den Eisblock wieder in die Tiefkühle getan und weiter geht's, indem wir in diese Richtung gehen. Und wir sehen wieder, dass da ein paar Greife uns ergreifen wollen wahrscheinlich, ne? Schön, das gibt wieder Experience Points. Aber so nicht, doch. Und der ist aber langsam, der Greif. Na? Blut spritzt, aber jetzt ist der Greif hin. Da kannst du jetzt aufhören. Und wahrscheinlich die Sounds der Geister, der Greife. Also ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich zu diesem lustigen See komme. Ich sollte mal speichern. Der ist ja... Ne, auf der Karte ja nicht da, beziehungsweise in der vorigen Version gab es die Karte, wo ist denn mein weißer Pfeil eigentlich? Ach, da muss man suchen, das ist hier Ruinenburg. Also über der Ruinenburg war das. Ja, was ist denn hier? Wir befinden uns in große Höhen. Oha, was haben wir denn da wieder für Peoples? Ach, so Wüstenbeißer, Racers, aha. Wüstenrasierklingen, auch schön. Yep. Das wird ja immer enger hier. Oh, mein Kopf. Ja. Ach du Scheiße. Was wird denn das jetzt hier wieder für eine lustige Geschichte? Oh, so nah an eine Wand gedrückt. Heißt das, ich muss jetzt hier runterschwimmen? Moment. Oh, das ist aber sehr hoch. Oh, Leute, nee. Speichern. So auch lustig, ne? Eben abgespeichert und mich vergewissert, dass der Ring wieder da ist. Ich versuche mal hier rüber zu springen, aber ich glaube es nicht, dass das funktioniert. Oh, es hat funktioniert. Okay. Weil da unten sind ja die Wüstenraiser. Jetzt muss ich mal gucken, wie es hier war. Hier geht es gar nicht mehr weiter. Aber hier. Ist auch nicht so weiter. Ah, ihr seid tricky, wisst ihr das? Tricky hier. So. Jetzt nur ganz weit oben. Hallo. Okay. Ah, hier sind wir wieder.
Ja, schön. Das heißt, da brauche ich erstmal gar nicht da wieder rumzugehen. Ja, weil das ist ja wieder da hinten die Plattform. Okay, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als wieder runterzugehen und mich den Wüstenraisern zu stellen. Und da sind sie ja schon, die ganzen Viecherchen. Okay. Super gut gemacht. Okay, da kommt schon einer an. Oh. Okay. Widerspenstige Teile. Next, please. Zweier. Dreier. Okay. Ah, vielleicht nützt ja Unwetter was. Die sind ja so fix, die People. Oh, das sind ja gleich viele. Oh, und ich glaube, ich habe sogar eine Stufe bekommen. Kam das hin? Kam das hin? Kam das hin? 34, jawohl. Vorhin waren es ja 25. Perfektor, so muss das sein. Na. Ist blöd, meine Plastikunterlage. Da bleibst du mit den Unterarmen ein bisschen kleben. Ja, ein Let's Player hat ja auch ein paar Leitgeschichten zu tun. Da ist noch ein Wüstenraiser speichern. Gucken wir mal, ist das nur einer oder sind es wieder mehrere? Ist das wieder ein ganzer Pulk? Ach, Kacke. Naja, vielleicht kriegen wir den noch einzeln heraus. Na, seid doch sonst immer so empfindlich. Die machen mich aber fertig. Menno, 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 Menno. Ja, an dieser Stelle auch mal herzliche Grüße alle an die, die auch Let's Playen. Und dann halt eben bei diesen Temperaturen, sofern sie nicht ein gut gekühltes Haus haben oder Zimmer, als Leidensgenossen zu grüßen, sozusagen. Also, was ist denn das wieder für ein Plateau da hinten? Das nervt mich. Viel zu viele davon der Sorte. So, Wüstenräser sind es wahrscheinlich nur noch zwei. Eventuell, ich weiß es nicht. Das sieht doch aus wieder dieser. No Das sieht alles wieder so gleich aus. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, ich versuche auch noch mal hier rauszulösen. Ich weiß. Der hintere, der wird plötzlich. Aha. Okay, der ist jetzt durch. Weiß, ich hätte es anders machen können, aber ich muss sparen. Ich muss sparen. So, was ist mit dir hinten? Okay. Okay. Ohne einen Kratzer abbekommen zu haben. Perfekt. Oh, weia, was ist denn das hier wieder für eine Stelle? Und was ist da wieder für einer? Noch so ein Wüstenrazzor. Okay, wenn da noch mehr sind, dann mache ich die im Off. Auf diese, ja, sind noch mehr. Okay, dann mache ich die im Off. So. Der letzte auf diesem Wege ist jetzt auch erledigt, aber jetzt will ich doch mal zurück zu diesem Palmenhain hier gehen. Gucken, ob wir hier irgendwie reinkommen. Wir kommen hier rein. Und gucken, Wüstenscavenger. Naja. Warum bin ich heute so demoralisiert? Scavy. Obwohl, die sind ja nicht so schwierig, oder? Ah, okay, die kann man wunderbar mit dem Pfeil und Bogen erledigen.
Das habt ihr echt alle super gut hingekriegt. Wisst ihr das? Super gut hingekriegt. Und noch ein Leopard. Leopard, da weiß ich, den kriege ich so nicht. Mal gucken, wo der, ob man den überhaupt sehen kann hier in diesem Gewächs. Ich höre ne. Ach ja, übrigens nochmal Dank für den Hinweis, da so Leoparden oder Panther ähnliche Sachen so einen Sound von Schattenläufern haben. Oh, jetzt kommt noch keiner auf mich zu. Ah, doch, da war was. Oh, jetzt bin ich selber hier im Dickicht. Ach, da ist sie ne. Da ist sie ne. Der war am Schlafen. Okay. Er war einfach mal am Pennen, der Leopard. Ja, komm. Und ich habe selber keinen Lebenspunkt dazu bezahlt. Die sind ja alle am Schlafen. Okay, jetzt kann man hier ein bisschen was sehen. Na, willst du wohl das Ding erledigen hier? Glaub's ja nicht. So, noch wer? Da hinten, speichern. Noch ein Leopard. Nein. Okay. Der hat mich sogar noch erwischt. Dann gucken wir mal weiter. Leopard, ach, da hinten. Sorry. Erstmal hier hin. Ja. Oh, das war der falsche. Das habe ich jetzt gerade eben gar nicht so mitgekriegt, welches da als erstes umgefallen ist von denen. Okay, gucken wir mal, wo der Leo Leandros ist. Der Leopard. Aber am besten erstmal wieder hier. Da hinten ist er. Okay. Oder ist das der Tote? Nee, es kann nicht der Tote sein, weil ich ja... Doch, es ist der Tote. Hä? Schön grün. Ach, aber es ist alles schön grün hier. Da. Kein Bock mehr hier auf Zahnstochern umzumachen. So, wo ist er? Ich höre ne doch. Da ist er, direkt vor uns. Sehr schön. So. Wieder eine Handtasche. Mehr. Oh. Altkraut, hier gibt es sogar was. Ah, das muss ich im Off alles nochmal abgrasen. So, weiter gucken. Da gibt's noch. Noch ein Leopard, noch ein Wüstenscavy. Okay. Oh, drei Stück. Alter, drei Stück. Ich glaub's ja jetzt nicht. Oh, was soll der Geiz? Den Rest mache ich mit Unwetter. So schnell wie möglich, ja, hier. Oh! Das bringt nicht viel. Alles voller Leoparden. Wie willst du denn das packen hier? Ein Scheißteil. Wie viel habe ich denn hinter mir herlaufen? Oh, jo, Gott. So. Auch du bist erledigt. Da überlege ich mir echt, lasse ich das jetzt so?
Ach, ich lasse es jetzt so. Moment, da kommt wieder was. Da bewegt sich wieder was. Aber ich esse mal vorher was. Oh, Leute. Na. Das ist ja ziemlich übel hier. Eine Oase? Ist das eine Oase hier? Ich glaube nicht, ne? Das ist mehr so ein... Mehr so ein Hain, so ein... Ja, man könnte es irgendwie so eine Palmenoase nennen. Okay, da gibt es noch ein paar Scabies. Und da ist noch ein Leopard. Aber der ist angeschlagen, das ist gut. Dann nehme ich mir den als erstes vor. Na? Da ist er. Los, bleib an der Wand. Mann, ist das ein garstig Vieh. So, ein Dickicht ist das hier, Leute. So, jetzt mal gucken. Scurvy. Okay, hat mich gewittert. Da hinten sind noch welche. Okay. Noch mehr auf mich zu? Nein. Gab's doch drei auf dem Pulk. Sind das die noch? Oh Gott. Oh weia. Ah, okay. Zwei kann ich's ja noch aufnehmen. Okidoki. Ja, Verwirrung in der Palmenoase. Da ist noch ein Scabby und da ist noch ein Scabby und da. Okay. Und noch ein Leopard. Ah. Okay. Das ist echt belzt. Okay. Die Richtung war noch was. Dann schauen wir doch mal, wie spät wir es haben. Oh Gott, 6.22 Uhr. Da muss ich zusehen, dass ich ganz schnell hier die Geschichte reinige. Ringelchen. So. Dann rennen wir ganz schnell zu dem hin. Machen ihn hoffentlich ganz schnell kaputt. Oh, oh, oh. Immer wenn er so ein bisschen Abstand hat und dann ausholt, dann trifft er mich. Aber nicht so arg wie die anderen Male. So, Hier gibt es noch Wüstenscavenger, wird mich nicht. Wie groß ist denn dieser Hain eigentlich? So, machen wir den jetzt so eben mal schnell platt. Genau, machen wir. Gibt's noch so hier in dieser Palmenoase? Nicht mehr viel. Doch, da hinten ist auch noch ein Wüstenscabby. Gut. So. Wo ist das denn jetzt, der letzte oder was? Treffe ich ihn? Oh, da sind noch zwei. Hat mindestens noch einer da in der Nähe. Ach nein! Reaktion wie ein Mühlstein. Reaktion wie ein Mühlstein, jawohl. Oha, noch eine Viertelstunde. Es wird ein bisschen knapp, liebe Leute. So, habe ich sie jetzt alle durch hier? Habe ich jetzt alles hoffentlich durch? Gibt es hier noch wen? Gibt hier keinen. Müsste es gewesen sein. Moment mal, da war doch noch irgendwie was. Oh Mann, wo war das? Gut, ich glaube, ich lege mich erstmal hier hin schlafen. Dann überspringen wir das mal. Im Ziegensack. Wo bist du denn? Da bist du. Ich überspringe das. Okay, 19.08 Uhr. Aber hier war doch noch was. Doch irgendwo ganz kurz so aufgeblitzt. Okay. Dann habe ich Pech gehabt.
Und werde jetzt mal absuchen. Am besten, ich suche erstmal hier so am Rand ab. Kann ja sein, dass sich irgendwie hier noch eine Höhle verbirgt. Hm, was habe ich hier hängen an dem Riesenblatt? Auf jeden Fall erstmal speichern, habe ich noch nicht gemacht. Ach ja. Hier komme ich auch nicht weiter. Clever hier. War klasse. Stell dir mal vor, du bist im Kampf hier und bleibst an diesen Teilen hier hängen. So. Oh, hier kann ich durch. Auch schön. Oh, stopp, da war was. Ein Kronstöckel. Hey. Eine Krone auf dem Stöckel. Hm. Habe ich jetzt irgendwie eine Höhle übersehen? Nee, ne? Ist hier keine. End. Leute, Leute, Leute. Haben wir jetzt die Runde gemacht? Ich glaube ja. Jetzt werde ich ein bisschen hier mal so in die Mitte durchwuseln und das Ganze aber mal überspringen. Ich bin der Meinung, ich hätte jetzt hier alles durch. Ich habe ein paar Kronstöckel gefunden, so 3, 4 oder so. Blauflieder und Feldknöterich, glaube ich, war das. Ja, ich wollte mein Irrlicht zu Rate ziehen, aber nö. Ich hab's nicht mehr im Inventar. Schade. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wo sind wir eigentlich jetzt? Ach, wir sind jetzt da. Ruinenburg. Rechts über der Ruinenburg. Und gegenüber ist Bad Derra, also. Hier, da in der Richtung. Ja, ha, ha, ha. Was machen wir denn jetzt weiter? Große Frage. Vielleicht laufe ich hier. Ja, ja, Moment, Moment. Wieder mal falsch. Ich melde mich. Ja, von dieser Palmenoase herauskommend gehen wir mal hier links hoch und schauen mal, ob da bewegt sich was. Na? Weißt du, hat sich was bewegt? Wahrscheinlich wieder irgendwelche Razor oder sowas. Oh, ein Wüstensteingolem. Ein Wüstensteingolem. Okay, dann bereiten wir uns dann mal drauf vor. Was nehmen wir als erstes? Wir nehmen als erstes erstmal unsere stumpfe Super Ochsschlechter. Wo ist denn der? Ne, nicht Ochsschlechter. Wie hieß denn das Ding nochmal? Hier, da ist er. Der Sturmknecht, der war richtig klasse. Natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, die Golem-Schutzrüstung anzuziehen. Und dann speichern wir mal eine Runde. Na, dann wollen wir den Trampel mal hier. So, ist irgendwas Gefährliches in der Nähe? Nein. So, na, jetzt kommt er. Gut. So, mal ein bisschen verwirren hier. Da braucht man gar nicht so verwirren. 1, 2, 4, los. Okay, das war's doch schon. Herz eines Wüstensteingolems. Dann werden wir uns mal wieder umziehen. Schwupps, schon passiert. Und dann schauen wir mal, was es hier weiter gibt. Da war was. Da war was. Was ist das? Auch ein Greif. Niedlicher kleiner Greif. Oder ein paar mehr. Noch mehr. So. Ich will wissen, wo diese das Oäschen ist. Noch mehr Greife. Überall Greife. Na, wieso treffe ich da keinen? Okay. Oha. Die mache ich mal im Off, Leute, ne? Ich glaube, die mache ich mal off.
So, wie das aussieht, ist das hier der letzte Greif. Ja, ein bisschen hat es mich erwischt. So, und da sehe ich ja auch noch Plunder, der so rumliegt, ne? Oh, was haben wir denn hier? Apfeltabak, leere Laborwasserflasche. Richtig. Goldschild, Lederbeutel mit 10 Goldbrocken. Oh Gott. Hier hat einer ausgeharrt. Ist er ausgetrocknet, ist der Arme. Tja, dann gucken wir uns erstmal um. Das waren ja hier, Moment. Ja, das war diese Burgruinen. Gucken wir uns nochmal das auf der Karte an. Jetzt muss ich mal gucken, wo das weiße Teil ist hier von mir, also mein Pfeil. Das sieht man kaum. Ach ja, da. Genau, Ruinenburg. Also sind wir über der Ruinenburg. Auch schön. Und dann geht es hier auch nicht mehr weiter. Das heißt, wir werden wieder zurückgehen. Und dann werde ich das auch dort wieder mal überspringen. Na, oder wir machen das so. Ich bin ja hier von den von der Greifschen Hügel gekommen und ich werde mal jetzt mal hier hoch fetzen. Und ja, warum springe ich wieder? Ganz einfach, wir sind doch noch schneller als nur Geränne. Ist mir aufgefallen. So, da wird es wieder etwas unübersichtlich und es geht immer höher und immer höher. Ja, klasse. Ups. Ach, da haben wir ihn wieder. Schung! Knüppel aus dem Sack. Na? Alter, damit er noch ein bisschen erwischt, der Wüstensteini. Und sumps sind wir wieder im alten Trainingsanzug. Oh weia, Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt sind wir wirklich oben, oben, oben hoch hier. Das sieht jetzt nicht sehr übersichtlich aus und es sieht voller Pantheras aus. Panthera, ich meine jetzt nicht die Gruppe. Pantera, die Gruppe. Wer hört denn von euch Pantera? Also ich tue es nicht. Ich habe mal aus Versehen einen Fehlkauf gemacht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob. Ah, ich werde jetzt mal was essen. Ja, die habe ich dann. Das war so eine für 2 € oder sowas auf so einem Flohmarkt, dachte ich mir auch. Guck mal, das Bild ist interessant. Ein Bohrer im Schädel drin. Also im Totenschädel. Ich lege die in meinen CD-Player ein. Ja, sowas hatte ich damals noch. Habe ich aber noch. Und drücke auf Starten. Auf einmal. Denk, was ist denn jetzt los? Dann habe ich ein bisschen vorgespult. Dachte, die CD wäre kaputt oder sowas. Aber der ist sehr hartnäckig, der Panther. Tja, da hat es mich genauso geflasht oder gekillt wie jetzt hier. Ich merke gerade wieder der Ring. Ja, zurück zur CD. Ich habe das angespielt und als ich so zugehört habe und zugehört habe, dachte ich mir, was ist das denn? Ist die CD kaputt? Ist mein CD-Player kaputt? Das war schrecklich, schrecklich. Sorry, also ich mag so eine Musik. Aber ich konnte sie dann weiter verschenken. Ja, ich glaube, ich werde doch mal ein Risiko machen und ihn da mal von hinten angreifen oder sowas. Oder von der Seite. Ho, 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 ho. 330, für den Panther gibt es schöne Sachen. Schwarze Felle, herrlich. Ja, ich gucke auf die Zeit, liebe Leute. Ich glaube, was ist denn das da hinten? Ist hier wieder eine Stadt? Ist das die Ishtar-Stadt? Gut, okay, dann werde ich dann versuchen, den auch noch zu killen, später in der nächsten Folge. Und dann gucken wir uns das da hinten an, was das da ist. Ich glaube, das ist eine Stadt. Ich gucke mal eben auf der Karte. Wo ist mein weißer Pfeil? Ja, ach, Pass. Da steht Pass. Naja, gucken wir mal. Also, ihr wisst Bescheid. Ciao.